Heute Morgen begrüßen wir Stefan Kermas mit Erfolgsfaktor Team Architektur, Aufbau, Entwicklung und Führung von High-Performance-Teams als Gast zu unserem Autorenfrühstück. Denn Teams und Führungskräfte besser zu machen, das ist seine Mission. Als Jurist, Bundestrainer und Businessbegleiter vereint Stefan analytisches Denken mit Erfahrungen aus dem Leistungssport, mit seiner eigenen Methode und Erfolgsprinzipien. Mit seinem Werk zeigt Stefan auf, warum Teams bei weitem nicht so effektiv sind, wie sie sein könnten, was sie davon abhält, mit voller Energie und Enthusiasmus zusammenzuarbeiten, wie Rollenklarheit vor allem in kritischen Situationen der Zusammenarbeit geschaffen wird, was High Performance am Arbeitsplatz wirklich ausmacht und wie sie sich erreichen lässt. Hierüber sprechen wir heute mit ihm und wollen mehr darüber erfahren, was genau seine Erfolge ausmacht und wie es auch uns gelingt, hochwirksame Prinzipien aus dem Spitzensport auf den Aufbau, die Entwicklung und Führung von High-Performance-Teams im Business-Kontext zu übertragen. Wir freuen uns, lieber Stefan, dich bei uns zu begrüßen heute Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen. Guten Morgen in die Runde, guten Morgen Jasmin und vielen Dank für die sehr charmante Anmoderation. Sehr, sehr gerne. Du, bevor wir die Brücke zu High-Performance-Teams im Business-Kontext schlagen, lass uns doch gerne erstmal etwas mehr über dich erfahren. Mit 6 Jahren hattest du bereits das erste Mal einen Hockeyschläger in der Hand. Mit 13 hast du deinen ersten Job als Trainer bekommen. Dann folgte die Berufung zum Bundesliga-Trainer mit nur 22 Jahren und anschließend 2-mal olympisches Gold mit dem Herren-Nationalteam 2008 und 2012 als Co-Trainer. Wie geht denn das? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir in meinem ersten Teil des Lebens gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, was ich eigentlich so mache und tue und bin irgendwie so meinen Leidenschaften und so den Empfehlungen anderer Leute nachgegangen und hatte irgendwie offensichtlich, Spaß beiseite, ein Talent schon früh dafür, ja, andere zu begleiten, anderen behilflich zu sein, in Stimmung, in Laune, in Leistung, in Erfolge womöglich auch zu kommen. Und ich hatte sehr, sehr spannende Mentoren in den ersten Jahren meines Lebens, die irgendwie gesagt haben, Herr Stefan, da steckt was drin in dir und hast du nicht Bock hier mitzumachen und trau dir das mal zu. Und ich habe mich immer so ein bisschen gewehrt von wegen, nee, das kann ich doch nicht. Ich kann doch nicht mit 22 Jahren eine Bundesliga-Mannschaft übernehmen. Ich kann doch hier nicht mit den erfolgreichsten Spielern Deutschlands irgendwie einen auf Co-Trainer machen. Doch, doch, das kannst du. Und offensichtlich hatte ich früh dieses Talent, hatte ich früh diese Unbekümmertheit, hatte ich früh eine ganz angepasste oder gute Idee, mit anderen Menschen umzugehen. Und ja, so kam eins zum anderen und die Zeit ist schnell vergangen. Und plötzlich hat man Sachen erlebt, die man ein paar Tage, ein paar Jahre davor nie für möglich erachtet hätte. Ja, und trotz deiner Erfolge ist ja Hockey nicht deine einzige Leidenschaft. Du hast Jura studiert und nach Beendigung des Studiums dich dann entschieden, der Arbeit im Business-Kontext nachzugehen. Was genau hat dich denn dazu dann veranlasst? Ja, Jura war wohl doch nicht so meine richtige Leidenschaft, aber das habe ich leider erst im zweiten Staatsexamen gemerkt. Die analytische Denke, die mag ich, die passt auch zu mir, aber die praktische Umsetzung eher weniger. Und genau wie du es gerade gesagt hast, ich bin mehr so ein Projekttyp. Ich mag mehr ein klares Ziel, ich mag mehr eine Aufgabe und die Frage, wie komme ich in die Umsetzung? Und das Arbeiten mit Menschen an ihren gemeinsamen Herausforderungen, das Arbeiten auf gemeinsame Ziele hin, das aus dem Weg räumen von Hindernissen, das ja irgendwie so besser machen von Menschen, das war offensichtlich schon seit vielen, vielen Jahren mein Thema. Und das gleicht halt eher dem Business-Alltag im Unternehmenskontext als der Juristerei, die ich weiterhin sehr schätze. Und ich habe da auch eine Ader, aber ja, wie gesagt, das Entwickeln von Ideen, von gemeinsamen Wegen, wegräumen Hindernissen und dann am Ende sagen, hey, wir sind da irgendwie besser geworden, wir haben das geschafft, wir haben den Kunden zufriedener gemacht, wir haben das Produkt optimiert, wir haben uns selber als Team anders aufgestellt. Das hat mich offensichtlich stark gereizt bis heute und dann auch den entscheidenden Vorteil gegenüber der Jura gebracht. Ja, und mittlerweile ist es ja schon viele, viele Jahre, dass du eben das Thema High Performance im Business-Kontext begleitest. Was bedeutet denn eigentlich High Performance und sollte es Gold im Sport sein, was ist es dann im Business-Kontext? Ja, das ist ein heikles Thema, weil das Wort Leistung und Performance wird ja aktuell gefühlt auch sehr oft negativ empfunden, weil sofort mit Ausbrennen, mit Burnout, mit
zu viel Arbeit, mit schlechtem Arbeitgeber, mit einer schlechten Stimmung vor Ort. Und aus der Welt komme ich halt gar nicht, interessanterweise. Und deswegen gucke ich da immer auf der einen Seite naiv, aber auch ganz anders drauf auf das Thema, weil ich sage, hey, am Ende wollen wir Menschen, glaube ich, gemeinsam erfolgreich an Themen arbeiten. Es motiviert uns doch nichts mehr, als dass wir alleine, aber wir sind ja eigentlich überall in Teamkontexten unterwegs, dass wir am Ende irgendwie erfolgreich, in Anführungsstrichen, unser Produkt, unsere Idee umsetzen. Und deswegen dieses Thema High Performance soll nicht nach Militär und soll nicht nach Auslaugen und soll nicht nach 180er Puls jeden Tag klingen, überhaupt nicht, sondern wie kommen wir gemeinsam als Mannschaft, als Team, als Abteilung, als Organisation in maximale Wirkung? Und das ist so die Frage für mich nach dem Goldstandard. Denn was nervt Menschen gleichermaßen mehr? Wenn sie ineffizient und ineffektiv arbeiten und wenn sie nach Hause kommen und sagen, ey, irgendwas hakt da bei uns. Ja, meine Führungskraft und meine blöde Chefin und mein blöder Mitarbeiter und ich mache hier jeden Tag 8, 9 Stunden, aber wir kommen irgendwie nicht weiter. Und das heißt für mich schon an sich, so einen Goldstandard suchen, hey, wo kann ich denn optimieren? Wo sind denn die paar Prozentpunkte? Wo ist denn was in der Struktur, in der Kultur, in der Zusammenarbeit, dass ich halt nicht nach Hause gehe und sage, ey, eigentlich war der Tag wieder für einen Eimer, sondern nein, es macht gerade richtig Spaß, mit dieser Truppe zu arbeiten. Und im Optimalfall haben wir dann auch noch coole Ergebnisse und gewinnen auch mal was, in Anführungsstrichen. Und wenn es halt nur der Pitch, wenn es halt nur das bessere Quartalsergebnis, wenn es der neue Kunde, wenn es die neue Filiale, das ist ja wahnsinnig unterschiedlich und relativ, was dann am Ende gewonnen wird. Aber wenn wir gemeinsam antreten in der Business Unit, dann wollen wir doch auch gemeinsam erfolgreich sein. Und was sind denn aus deiner Sicht die Gründe dafür, warum Teams oft nicht so effektiv sind, wie sie denn tatsächlich auch sein könnten? Ja, da kommen wir ja voll rein in das große Thema. Und wenn das so einfach wäre, dann gäbe es nicht, glaube ich, seit keine Ahnung wie viel hunderten Jahren dazu Analysen und Fragen. Und dann gäbe es irgendwie 3 Bücher, aber nicht gefühlt 30.000. Also ich glaube, das Thema ist natürlich mega komplex, weil jeder einzelne Fall liegt natürlich anders. Aber wenn man sich mal so, ich habe mal so die, für mich so die 4 größten Themen immer wieder rausgefunden. Und wenn man mal genau reinschaut in die Teams, die auch offen sagen, hey, da haben wir ein Problem, kommen wir eigentlich immer wieder auf die 4 gleichen Vokabeln, die ich nur wirklich in einem Satz kurz anreiße. Wir kommen ja später noch dazu. Und das erste klingt so banal wie immer, aber haben wir einen gemeinsamen Auftrag? Haben wir eine gemeinsame, klare Idee von dem Ziel, von der Idee, wo wir hinwollen? Zweiter Punkt, haben wir dafür auch die richtigen Spieler auf der richtigen Position? Herrscht eine Rollen- und Verantwortungsklarheit? Oder macht jeder, was er möchte? Oder haben wir auch die womöglich falschen Leute für die falschen Positionen? Dritter Punkt, ist eigentlich klar, wie wir zusammenarbeiten wollen? Sind die Spielregeln klar? Ist klar, wo haben wir Prozesse? Ist klar, wo haben wir aber auch Freiheit? Ja, wie sieht am Ende unsere Kollaboration en Detail auch aus? Von maximalem Freiraum bis maximaler Prozesspenibilität, völlig unterschiedlich. Und vierter Punkt, sind wir auch in der Lage, uns mal zu streiten, uns mal in den Konflikt zu begeben, oder herrscht immer nur so eine Form von, wir haben uns alle lieb und alles muss ja immer jeden Tag auf Augenhöhe stattfinden? Ich bin da relativ skeptisch. Ich glaube, wir müssen auch lernen, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Meinungen haben, und zwar jeden verdammten Tag. Und dass es nicht darum geht, das immer wieder aus der Welt zu räumen, sondern dass es darum geht, das zu akzeptieren und in einer Mannschaft, in einem Team auch so eine Streitkultur zu entwickeln, so eine Konfliktfähigkeit zu entwickeln. Wenn wir mal reinschauen, wo liegen wirklich immer wieder auch die Herausforderungen, die Probleme in eurem, in unserem Alltag, bin ich relativ sicher, dass einer der 4 Punkte eigentlich immer und immer wieder auftritt. Ja, wunderbar. Das mit den 4 Hauptschwerpunkten, das ist ja im Prinzip genau die Steilvorlage, um da wirklich auch nochmal jetzt genauer reinzuschauen. Das ist total wichtig. Als erstes hast du den gemeinsamen Auftrag, die Idee vom Ziel gesprochen. Was ist da aus deiner Sicht zu berücksichtigen, oder wo hakt es da? Wo sind die Stolpersteine in den Unternehmen? Was beobachtest du? Es ist so ausgelutscht auf der einen Seite, weil wenn du jetzt irgendjemand fragen würdest, hey, was heißt denn Team, dann kommt natürlich zu 90% immer wieder diese erste Ansage, gemeinsames Ziel. Und trotzdem kann ich nur jedem empfehlen, wirklich mal hinzuschauen, ob die Idee, was von mir als einzelner Person klar ist, und ob das auch korreliert mit der Idee, wo mein Team und meine Abteilung und womöglich meine Organisation hin möchte. Und wie oft höre ich von Leuten, von total emsigen Arbeitnehmern, von total emsigen Mitarbeitenden, hey, ja, ich bin jetzt zwar Teil einer Geschichte, aber ich sehe nicht, dass ich wirklich etwas beitrage zum großen Erfolg. Mir ist nicht völlig klar, ja, wozu ich mich eigentlich jeden Tag hier
in die Arbeit schleppe. Und ich will nicht diese Purpose-Diskussion aufmachen, weil die ist mir auch zu romantisch. Und am Ende sucht halt einen Purpose sich jeder selber. Aber genau darum geht es ja. Kenne ich die individuelle Idee, warum dieser Mitarbeitende bei mir eigentlich aufschlagen möchte? Habe ich ein Gefühl dafür? Und besser noch, habe ich auch eine Kenntnis darüber, was treibt den eigentlich an? Und das ist im Business- und Sportkontext total ähnlich. Und glaub mal nicht, dass da alle 25 Nationalspieler und Bundesligaspieler mit der exakt gleichen Idee auflaufen. Das müssen die auch nicht. Der einen ist das wichtiger, der anderen ist das wichtiger. Aber Menschen bei ihren Zielen, bei ihren Ideen, auch bei ihren Wünschen und vor allem auch bei ihren eigenen Visionen abzuholen, das halte ich für unfassbar wichtig. Und dafür ist offensichtlich immer noch und immer wieder und immer mehr entweder nicht die Zeit da, entweder nicht das Bedürfnis da, das könnte ja irgendwie wichtig sein, ja, oder auch nicht die Kenntnis darüber da, es könnte schon mal Sinn machen, dass ich mal meine Truppe doch auch mal kennenlerne, mal ruhig hinterfrage, was sind denn die Treiber der einzelnen Person? Was ist so eine Grundwertehaltung meiner Mannschaft? Was ist so eine Grundpassionshaltung meiner Truppe? Und schon wird es sich vermeintlich leichter mit denen arbeiten, wenn ich mal verstehe, was hinter der Fassade der Personalakte, sprich bei den Menschen, eigentlich steckt. Ja, wunderbar zusammengefasst. Der zweite Punkt, den du angesprochen hast, sind die richtigen Spieler auf der richtigen Position und Rollenklarheit, hast du auch erwähnt. Was hat es genau damit auf sich? Gibt es denn im Unternehmen Spieler, die falsch sitzen? Das müsste man wahrscheinlich die Spieler fragen, ob die sich falsch platziert fühlen. Und ich würde sagen, ja. Und auch da würde ich erstmal wieder von der Wofür ist es denn gut Ebene kommen. Ich glaube, eine Mannschaft profitiert total davon, wenn sie mal ein gegenseitiges Grundverständnis hat. Das beginnt mit dem Thema Werte, Passion und Ziele. Ne, eben gerade Punkt 1 gesagt. Und es geht auch darum, mal zu erkennen, was haben wir hier eigentlich für Charaktere? Was haben wir eigentlich für Rollen in der Mannschaft? Und die funktionale Rolle, die ist immer relativ schnell beschrieben. A, E-Mail-Signatur, A, Referent für, A, Head of, Organigramm, A, die steht da oben. Das ist relativ einfach, das ist simpel. Ich kann Spieler auf den linken Verteidiger stecken und ich kann sie auf den rechten Stürmer schicken. Das kann ich machen. Also erster Punkt, spielen die auf der richtigen funktionalen Position. Ja, haben sie die richtige funktionale Rolle. Aber haben sie auch, und das wird oft vergessen, finde ich, haben sie auch die entsprechende soziale Rolle? Oder welche soziale Rolle haben sie und wie passt die eigentlich bei uns in unsere Teamstruktur, / Teamarchitektur rein? Also wer ist denn bei uns die Antreiberin? Wer ist denn bei uns die Entscheidungsträgerin? Wer ist denn bei uns die Social Connectorin? Wer ist denn bei uns mal die Andersdenkerin? Wer ist denn bei uns das fleißige Bienchen? Wer ist denn bei uns der Ideenbringer, der mal Dinge auf den Kopf stellt und mal andere Sachen reinbringt? Kennt eine Mannschaft, kennt eine Abteilung auch mal die sozialdynamischen Fähigkeiten ihrer einzelnen Mitarbeiter? Und das ist eine Erfahrung, die ich in meinen Analyseprozessen sehr, sehr gerne mache und die für einige Teams wirklich eye-opening, um mal ein bisschen mehr Englisch hier zu sprechen, einbringen, die wirklich augenöffnend ist und den Leuten mal zeigt, ach krass, wir haben hier eine ganz spannende Aufstellung. Ja, wir haben 3 von denen und 3 von denen und 2 von denen. Und was machen wir denn jetzt damit für unseren Business-Alltag? Ja, und diese Frage, wer spielt da, warum spielen die da und passen eigentlich deren Fähigkeiten, deren Ziele aus Punkt 1 zu ihrer Rolle auf dem Spielfeld? Diese Frage würde ich immer stellen und ich nehme nicht wahr, dass sie immer und überall auch gestellt wird. Das heißt, dass da es durchaus Sinn macht, wirklich sich diese Aufstellung mal genauer anzuschauen und dann zu überprüfen, ob die Passung auch vorhanden ist oder ob es eben auch gewissermaßen Veränderungen braucht. Wie funktioniert das dann genau, wenn jetzt festgestellt wird, funktional passt es, aber in den anderen Rollen passt das nicht unbedingt oder wir haben zu viele von der einen Sorte Charaktere, von der anderen zu wenig oder ähnliches. Lässt sich das dann einfach so verschieben? Super Frage, denn es geht ja nicht darum, dass ich als Führungskraft entscheide, wer welche soziale Rolle hat. Rollen werden sich genommen, die werden nicht vergeben. Ich kann ja nicht sagen, du Jasmin bist jetzt mal ab morgen die Ideenbringerin und der Heinz Olaf ist jetzt der Social Connector. Das kann ich ja nicht entscheiden. Aber ich glaube, es ist wichtig und super gut für eine Mannschaft, dass sie mal erkennt, wen haben wir überhaupt, da kommt wieder meine Zielorientierung, um mal zu erkennen, okay, und was machen wir jetzt eigentlich damit? Wenn wir erkennen, dass wir diese und jene Charaktere bei uns in der Truppe haben, was heißt das denn für uns? Wenn wir halt 8 umsetzungsgetriebene Menschen haben, aber keine einzige Ideenbringerin, dann darf ich mich nicht wundern, dass der Innovationsgrad meiner Abteilung vermeintlich gering ist. Also da geht es erstmal nur darum, einen Status quo zu erheben. Was ich dann damit mache, obliegt der Mannschaft und der Führung.
Denn nochmal, soziale Rollen werden nicht vergeben, die werden sich genommen. Und natürlich sind die auch nicht in Stein gemeißelt, weil du gerade gesagt hast, was mache ich denn dann irgendwie später? Die verändern sich ja. Ja, eine 19-jährige Azubine, die tollerweise in ihre erste Abteilung reinkommt, die wird wahrscheinlich nicht den Anspruch sofort haben, hey, ich bin ja die große Entscheidungstrefferin. Die wird wahrscheinlich erstmal eher umsetzungsgetrieben oder vielleicht auch sozial verbindende Rollen einnehmen, bevor sie sich vielleicht 2, 3 Jahre später als Ideenbringerin, als Vernetzerin oder als Coach der Mannschaft sieht. Ne? Also das ist ja auch zum Glück Teil des Spiels, dass sich Menschen in ihren Rollen auch verändern. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig, dass eine Mannschaft erkennt, Thema Erkenntnis, wen haben wir hier? Passt das zu unserer Wertschöpfung? Eine Buchhaltungsabteilung braucht womöglich eine andere soziale Rollenverteilung als ein Sales-Team. Ja? Ein Sales-Team, egal. Ja, also wofür trete ich eigentlich an? Was ist mein Wertschöpfungsauftrag? Was habe ich denn für Spieler, für Rollen auf den jeweiligen Positionen? Und wo muss ich jetzt womöglich beim nächsten Recruiting, in der Personalentwicklung, aber auch in der Entwicklung der Leute, die ich hier vor mir habe, wo kann ich da womöglich ansetzen? Und sagt vielleicht auch die Mannschaft, ey Ruth, du hast dich hier zwar gerade als Social Connectorin irgendwie definiert, aber du bist für uns auch eine unfassbar tolle Ideenbringerin und wir wollen mehr Ideen von dir haben. Ach wirklich? Habe ich so noch gar nicht gehört von dich. Doch, doch, Ruth, da bist du richtig gut drin. Also auch dem Team selber mal den Auftrag zu geben, zu gucken, ja, was können eigentlich meine Mitarbeitenden und wo haben die womöglich noch andere Stärken, als sie sich selber in so einer Art Diagnostik eigentlich geben. Ja, total spannend und ich bin mir sicher, wir werden auf diese Punkte gleich auch noch mal tiefer einsteigen, wenn wir auch die Co-Moderatoren noch mit einbinden. Ich möchte gerne noch mal mit Punkt 3 und 4 fortsetzen, um auch hier erstmal den ersten Einstieg zu finden. Du hast als dritten Punkt die Spielregeln genannt. Wie ist das mit den Spielregeln? Was hat es damit auf sich? Ja, super Thema. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich mit Leuten spreche, die irgendwie mit ein bisschen Bauchweh aus der Arbeit kommen, metaphorisch gesprochen, ich stoße immer wieder an das Thema der Erwartungen. Ja, also irgendwie, mir ist gar nicht klar, was von mir und was habe ich eigentlich Erwartungen an meine Führungskraft. Und der sagt mir gar nichts mehr, der gibt uns jetzt nur noch Freiraum den ganzen Tag. Und die Führungskraft denkt aber, naja, ich will aber hier eine Truppe haben, die auch frei denkt. Es wurde aber nie kommuniziert, es wurde nie darüber gesprochen, es wurden nie Spielregeln in Anführungsstrichen festgehalten. Und ich bin keine Regelfanatiker, überhaupt nicht. Ich glaube ja, dass eine Mannschaft, ein modernes Team von heute und morgen wahnsinnig frei und wahnsinnig selbstständig und wahnsinnig intrinsisch motiviert arbeiten wird und dass die Idee von einer sagt was und 20 machen, dass sie zum Glück ja verschwindet aus der Arbeitswelt Step by Step. Aber es muss eine gemeinsame Idee gefunden werden, wie wollen wir zusammenarbeiten? In der Erwartungshaltung, wo ist wie viel Freiraum? Wer trifft hier eigentlich die Entscheidungen? Wie sind unsere Kommunikationswege? Und dabei können natürlich auch Regeln bei rauskommen, weil Regeln sind per se nichts Schlechtes. Regeln ordnen ja die Zusammenarbeit. Eine Gesellschaft ohne Regeln würde halt wahrscheinlich nicht funktionieren. Zumindest tun uns ja Regeln in ganz vielen Bereichen auch gut. Aber Spielregeln im Sinne von, wo ist der Rahmen? Ich bin ein großer Freund des Wortes der Rahmenbedingungen. In welchem Rahmen wollen wir hier zusammenarbeiten? Wo sind die Erlaubnisse? Wo sind aber auch die nicht? Weil jeder kann nicht machen, was er möchte. Ja, und wie sind dann Entscheidungskommunikationswege, damit wir am Ende, und das ist wichtig, der Wertschöpfung näher kommen. Es geht um Werte. Es geht darum, dass wir am Ende den Kunden, die Kundin, ein Produkt, eine Dienstleistung, damit wir am Ende irgendwas fabrizieren, wofür andere Menschen Geld bezahlen. Und sei es nur 10 Cent für den Flutschwinger oder fürs Minimilk früher. Also am Ende muss jemand etwas kaufen, was wir dem Markt anbieten. Und dafür braucht es eine Frage, wie arbeiten wir zusammen? Und da immer wieder reinzuschauen, zu analysieren, wie ist die Art der Zusammenarbeit, sind die Prozesswege klar, ist der Freiraum klar, ist die Kommunikation klar, Clarity, sagen die Amis, ist einer der wichtigsten 6 Performance Habits, es geht immer wieder um Clarity und halt nicht, weil ich weiß gar nicht genau, was von mir eigentlich erwartet wird. Ja, und der letzte Punkt, den du erwähnt hast, da geht es um die Streitkultur. Ich liebe allein schon das Wort. Wie Streitkultur? Wollen wir uns überhaupt streiten? Wir müssen uns streiten. Wir müssen uns streiten. Wir müssen den Konflikt als was völlig Normales ansehen. Reinhard Sprenger sagt so schön, ja, die Gleichartigkeit oder die Gleichheit beim Menschen ist die Ausnahme. Die Harmonie ist die Ausnahme, die Andersartigkeit ist die Regel. Das habe ich auch jahrelang nicht gecheckt, weil ich immer dachte, ja, wenn ich in den Raum reinkomme, dann mögen mich doch alle, dann verstehen mich doch alle, dann verstehe ich doch alle anderen. Aber die Realität ist ja genau andersrum.
Und erstmal zu akzeptieren, dass andere Menschen natürlich eine andere Meinung haben, weil sie eine andere Sozialisierung haben, weil sie aus einem anderen Kontext kommen, weil sie aus einer anderen Firma kommen. Das ist völlig normal. Und ich nehme Führungskräfte wahr, die wirklich die Augen verschließen, die Scheuklappen der Pferde aufsetzen, wenn es da mal irgendwo rumst und rampelt. Und ich sage und glaube, das gute Team muss sich nicht gegenseitig zur Hochzeit einladen. Das können die machen im Herbst nächsten Jahres. Die können sich gegenseitig einladen, aber sie müssen es nicht. Und sie müssen vielmehr eine Kultur entwickeln, wo unterschiedliche Meinungen auf den Tisch kommen und wo auch die Führung diese Unterschiedlichkeiten nicht wegwischt, ja, wie in so einem schlechten Film, den Tisch mal so abräumt und sagt, nee, wir haben hier keine Konflikte, jetzt reißt euch mal zusammen, sondern hinterfragt, okay, warum haben wir das gerade? Und Freunde, es ist nicht schlimm, dass A und B eine andere Meinung haben. Wir brauchen nur eine Kultur, darüber konstruktiv zu streiten. Und wenn ich mir High-Performance-Teams anschaue, sowohl in der Sportwelt, aber auch in der Businesswelt, dann sind das nicht immer die heiligen drei Geistlein und die fünf besten Freunde. Dann sind da auch anspruchsvolle Charaktere dabei, auch mal Platzhirsche dabei, fachlich unfassbar gute Leute. Und dass es da zu Reibung kommt und zu Konflikten kommt, ist völlig normal. Und letzter Satz, es geht nicht darum, Konflikte im Keim zu ersticken, denn es gibt ja einen Grund, warum ein Konflikt besteht. Das muss ich auch sozial verstehen. Ein Konflikt ist eine fortgesetzte Kommunikation, sagt man. Also da ist was im Raum. Wenn ich das wegwische, ist es ja nicht weg. Ich muss es balancieren, finde ich, ist ein schönes Wort. Ich muss mit dem Konflikt leben und sagen, ja, A und B haben da was. Und natürlich probiere ich zu moderieren. Und ich probiere es womöglich auch hinzubekommen, dass sie sich morgen wieder besser verstehen. Aber ich muss mir eine Grundakzeptanz an den Tag legen, dass das erstmal überhaupt nichts Schlimmes ist, wenn A und B sich da auch mal streiten. Das ist wirklich herrlich. Ich habe tausend weitere Fragen. Allerdings möchte ich nur noch eine einzige erstmal anschließen, um dann auch Jan-Marc, Jennifer und Mona die Gelegenheit zu geben, sich hiermit ins Gespräch einzuklinken. Und zwar hast du es gerade schon angesprochen, nämlich die Führung. Welche Rolle spielt denn Führung und was zeichnet eine gute Führung überhaupt allgemein aus für dich? Ja, ich bin ja, da kommt mein Jurist durch. Ich bin ja ein großer Wortpedant und würde erstmal immer wieder klären, was bedeutet eigentlich Führung? Denn es ist ja auch so ein Buzzword geworden. Und falsch, es ist ein Wort geworden, was einfach einer unfassbaren Interpretation unterliegt. Und einige verstehen unter Führung klare Ansagen und Beförderung und sagen, wenn A dem B was sagt, dann ist das Führung. Ja, das ist für mich überhaupt keine Führung. Das ist für mich teilweise Hierarchie oder formale Macht. Wenn A höher steht als B, dann kann A B alles sagen. Das hat nichts mit Führung zu tun. Führung heißt für mich das Lösen von kritischen Situationen, unabhängig vom Rang. Ja, wenn sich die beiden Eltern streiten, gehen wir heute Abend zum Franzosen, dann gehen wir zum Inder und die 10-jährige Anna sagt, ey, ich will aber zum Perser, dann führt Anja in dieser Situation, weil sie eine Entscheidung trifft in einer kritischen Situation und sagen beide Eltern, okay, Anja, wunderbar, dann gehen wir heute Abend zum Perser-Mittagessen. Also Führung verändert sich. Natürlich führen ganz oft die ranghöheren Leute. Natürlich führen ganz oft Leute, die soziale Anerkennung haben, keine Frage. Aber Führung heißt erstmal, es gibt keine klare Entscheidungssituation über die Frage, die wir lösen müssen. In Klammern, sonst bräuchten wir keine Führung. Sonst gucken wir aufs Organigramm und sagen, wer hat Recht oder wie ist der Prozess. Sondern Führung muss immer dann hervortreten, wenn es keine formal klare Antwort darauf gibt, wie wir jetzt eine kritische Situation lösen. Das heißt Führung. Und Führung brauchen wir mehr denn je, weil unsere Welt da draußen, die sogenannte VUCA-Welt, wird immer komplexer und wird schneller und wird ambiger und wird unklarer. Wir brauchen Führung. Die Frage ist nur, wo tritt die Führung auf? In Top-Performance-Sportmannschaften wechselt die Führung. Da geht jeder auf dem Spielfeld mal in Führung. Es gibt eine Führungskraft als Trainer, der hat seine Aufgaben. Aber Führung wird genauso ausgelagert und delegiert auf die Leute, die Probleme lösen müssen, nämlich der linke Stürmer und der rechte Verteidiger. Also bitte klar machen, was heißt Führung bei uns eigentlich im Team, im Abteilungskontext und wie gehen wir mit diesem großen Wort der Führung um? Was erwarten wir auch von Leuten an Führung? Und wo sagen wir aber auch, Freunde, locker bleiben, ja, bei uns entscheidet nur der Chef, nur die Chefin, auch okay. Thema Spielregeln, es muss nur klar sein, wann wird von wem Führung verlangt. Ja, mega, mega spannend. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Stefan. Und ich weiß, dass Jan-Marc, Jennifer und Mona schon bereit sind, mit ihren Fragen auch sich an dich zu richten. Und wir starten direkt mit Jan-Marc. Auch dir nochmal einen guten Morgen, lieber Jan-Marc. Deine Gedanken, wenn du das so hörst, und deine Frage an Stefan.
Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite erstmal. Ja, die Gedanken sind wild durchgemischt, würde ich mal im Moment beschreiben. Also da sind so viele Impulse mit dabei. Und eine Sache, wo ich gerne noch mal nachhaken würde und vielleicht auch ein bisschen tiefer darauf einsteigen. Und ich bin mir sicher, dass du da aus deinem Erfahrungsschatz das ein oder andere bestimmt auch zum Besten geben kannst, ist. Und zwar, jetzt hast du ja Olympia-Gold gewonnen, ne? Zweimal. Und die Frage, die sich mir so ein bisschen aufdrängt, ist, ne, also wenn eine Mannschaft jetzt zu Olympia fährt, dann haben ja, also meiner Meinung nach, alle Spieler das Ziel, da auch zu gewinnen und entsprechend mit der Goldmedaille nach Hause zu gehen. Ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich dann auch so ist. Und wenn man das jetzt aber in den Business-Kontext übersetzt, dann tritt ja nicht zwingend jeder jeden Morgen an, um zu gewinnen. Sondern für manche ist es vielleicht auch nur ein Job, und das ist ganz okay, aber es ist nicht die, wie du vorhin schon gesagt hast, nicht der Purpose, und man will vielleicht da auch nicht jeden Tag sein Bestes geben, sondern die Leidenschaft ist vielleicht, dass man selber Jugendtrainer ist im Fußball oder wie bei dir zum Beispiel im Hockey, und dann ist die vielleicht gar nicht so auf den Beruf gerichtet. Wie sind denn da so deine Erfahrungen mit den Unterschieden, und vielleicht was kann man denn da von den Sportmannschaften sozusagen lernen, um das eben in die Business-Teams dann mit zu integrieren? Das wäre so mal die erste Frage, die sich mir so nach der ganzen Konversation etwas aufdrängt. Jan-Marc, guten Morgen und vielen Dank für die tolle und genau richtige Frage an der Stelle. Natürlich haken immer wieder in diesen beiden Welten haken die Analogien. Deswegen sage ich auch nie, das ist in der einen Welt so und wir machen es jetzt morgen im Business genauso. Absolut. Wir haben zwei verschiedene soziale Systeme, wir haben zwei verschiedene Systeme, die anders ticken. Der Leistungssport tickt anders als die Wirtschaft. Deswegen geht es immer darum, genau hinzuschauen, was ist womöglich vergleichbar, übertragbar oder auch nicht. Ich habe drei kurze Gedanken zu deiner Frage, die völlig richtig ist. Also erster Punkt, du hast gefragt, naja, die haben ja auch mal andere Leidenschaften, die gehen nur in die Arbeit um. Klare Antwort, das ist auch völlig okay so. Das ist völlig okay. Aber genau da muss ich auch mal hinkommen. Wenn ich das rausbekomme, dass in meiner Abteilung drei, vier Jungs und Mädels das auch ganz ehrlich sich trauen zu sagen, hey Freunde, bei allem Spaß und ich mache ja auch jeden Workshop mit, aber meine Hauptintention ist es hier, mein Geld zu verdienen, damit meine Kinder zu Hause abends ihr Brot bekommen, dann ist das zu 100% zu akzeptieren. Es geht nicht darum, dass ich aus jeder Truppe jetzt hier so eine Säbelzahntiger-Truppe mache, die jeden Tag auf die Jagd geht und meint, sie sind die Allercoolsten. Darum geht es überhaupt nicht. Aber habe ich ein Verständnis dafür, wieder aus Sicht der Führung und des Teams auch selber, wer tritt denn bei mir eigentlich jeden Tag an, um was zu erreichen? Zweites Stichwort von mir, gewinnen hast du gesagt. Was heißt denn eigentlich im Teamkontext gewinnen? Aha, da ist die Führung, finde ich, gefragt. Nämlich die Frage, wofür treten wir eigentlich an, liebe Freunde? Wann sind wir denn erfolgreich? Ich habe eine super gute Freundin im großen deutschen Autokonzern, die ist relativ hoch in der Strategieabteilung. Die sagt halt, sie spürt nicht, dass sie Teil dieser Geschichte ist, weil sie jeden Tag Sachen macht, die sie aber im Endprodukt dieses Autos einfach nicht wiedersieht. Die ist unfassbar schlau und unfassbar gut, aber sie spürt halt nicht, dass sie Teil des Gewinnerteams ist, weil sie halt Sachen macht, die sie halt irgendwie für sich als nicht sinnvoll oder halt Time-Wasting betrachtet. Also, dann ist es meine Aufgabe, und da kommt immer das gleiche Beispiel, ja, Stefan, ich habe hier meine drei Leute in der Buchhaltung und die machen halt nur ihren Job. Ich sage, ja, ist doch wunderbar, dass die nur ihren Job machen. Aber gibst du auch denen das Gefühl, dass sie Teil einer größeren Geschichte sind? Haben auch die Spieler auf der Ersatzbank mit Nummer 25 bis 28, haben die eine Aufgabe? Wird mit denen gesprochen? Werden die erwähnt? Wird erwähnt, dass auch diese rein prozessual orientierten Aufgaben einen Anteil an der großen Geschichte haben? Das ist doch die Frage. Und dann kommen wir rein in das wichtige Wort der Wertschätzung, der Beobachtung, in dem Respekt gegenüber allen haben auch die einen Auftrag. Und dritter Teil, am Ende kann ich als Unternehmen auch sehr klar entscheiden, wen möchte ich bei mir haben. Und da will ich jetzt keine Partei ergreifen. Aber wenn ich halt mich bei Netflix, Amazon und bei Tesla bewerbe, dann bekomme ich halt in diesen ersten wahrscheinlich 23 Bewerbungsgesprächen schon relativ klar formuliert, Freundchen, wenn du hier bei uns arbeiten willst, dann ist hier High-Performance-Kultur angesagt.
Und das kann ich ja für mich entscheiden. Wenn ich bei Hengeler Müller in der Kanzlei anfange, dann arbeite ich halt Montag bis Sonntag. Das muss nicht jeder gut finden. Das kann man auch bescheuert finden. Das ist völlig okay. Aber ich entscheide mich ja auch als Arbeitgeber mit der Idee, welche Leute will ich holen, entscheide ich mich ja auch für eine gemeinsame Arbeitskultur. Das heißt, ich habe schon einen Einfluss darauf, ob ich diese sogenannten, ich mach mal meinen Job, Leute, oder hart formuliert auch diese Low-Performer, die ja auch gerne gedisst werden, ob ich die reinlasse oder nicht. Also, in diesen drei Bereichen würde ich mal nachdenken, denn da habe ich zumindest Einflussnahme und Möglichkeit, das von dir super beschriebene Phänomen zumindest zu erkennen und ich glaube auch zu beeinflussen. Vielen, vielen Dank. Und jetzt ist jetzt schon ein Stichwort gefallen, Low-Performance beziehungsweise Low-Performer. Manchmal habe ich das Gefühl, dass auch gerade wenn jemand sozusagen nur seinen Job machen will, die Menschen schnell als Low Performer abgestempelt werden, sprichwörtlich, obwohl es vielleicht gar nicht der Fall ist, weil einfach die Zielsetzung eine ganz andere ist. Die Frage, die sich mir jetzt ergibt, ist jetzt, wenn ich das jetzt neu zusammenstelle, also weil du gerade Tesla, Amazon und andere jetzt relativ junge Unternehmen zum Beispiel angeführt hast, dann ist es ja so, dass die durch ihren Auswahlprozess klar sagen, ja, also wenn du hier nicht bereit bist, Montag bis Sonntag zu arbeiten, dann bist du für uns nicht der Richtige. Und wie du sagst, das kann man gut finden, kann man nicht gut finden, man muss sich ja dann dort nicht bewerben. Jetzt ist ja aber so, viele Führungskräfte übernehmen ja sozusagen Teams, die bestehen ja schon und da ist es eben nicht so klar definiert. Vielleicht hast du da so ein, zwei Tipps und vielleicht passen da auch Sportanalogien, weil Trainer übernehmen ja auch Teams, die vielleicht nicht so top funktional aufgestellt sind. Wie kann man denn dann damit umgehen und kann dann sagen, okay, wir machen jetzt hier einen Wechsel und wir wollen diese High-Performance-Kultur und viele Führungskräfte, das kenne ich aus meiner eigenen Karriere, also ich war auch lange im Konzern, die ducken sich dann weg, weil es bedeutet ja, wenn ich sage, ich möchte eine High-Performance-Kultur, stelle auf der anderen Seite fest, ich habe Low-Performer, dann muss ich ja einen Wechsel vornehmen. Wie kann man das denn so angehen, dass es, ich sag mal, relativ klar fürs Team kommuniziert ist, warum da ein Wechsel stattfindet, aber eben auch respektvoll der Person gegenüber bleibt, weil man möchte ja niemanden da praktisch durch den Dreck ziehen, weil das hilft ja am Ende des Tages niemandem, auch nicht der Führungskraft. Da war jetzt viel drin und ich hoffe, ich kriege das irgendwie halbwegs geordnet, weil da hätte ich jetzt sofort 23 neue Ideen. Also erstmal, ich nehme den Begriff Low Performer nicht in den Mund. Der kommt nicht von mir und der wird auch nie von mir kommen. Weil ich immer sage, dass die vermeintliche Low-Performance von Mitarbeitenden hat immer ihr Ausgangsproblem in der Firma, in der Abteilung, in der Führung, in der Organisation. Menschen wollen nicht per se Low-Performen. Wir erziehen sie dann womöglich zu Low-Performern. Da würde ich erstmal anfangen. Warum verhält sich ein Mensch so, wie er es tut? Ich würde erstmal die Gründe dafür in der Umgebung, in der Struktur, in der Führung, im Umfeld suchen. Menschen sind eigentlich haben Menschen Lust auf Leistung. Sie werden halt aberzogen von uns, weil wir immer wieder Gründe finden, warum Leute bitte nicht selber denken sollen, warum sie nur ausführen sollen. Also da würde ich erstmal anfangen. Low Performer ist ein vermeintliches Ergebnis von einer Entwicklung und ich würde nicht den Menschen dafür diskreditieren. Ich würde mir überlegen, was haben wir die letzten 20 Jahre falsch gemacht, damit wir diese Menschen entweder bei uns magnetisch anziehen, ja, oder aber was haben wir dazu beigetragen, dass sie so werden, wie sie wurden. Du hast gerade ein wunderbares Phänomen beschrieben und ich hatte wirklich in der Tat per Zufall am Mittwoch genau dazu so ein Performance-Coaching mit einer Führungskraft, die sagt, hey, ich komme hier gerade neu rein in so eine Truppe, die Truppe will aber nicht. Und es ist völlig normal, dass die nicht will, weil die wurden halt 20 Jahre, wurden die anders erzogen. Und wir glauben ja immer, dass Menschen total gut über Appelle und über wir machen es jetzt mal anders und über so eine Wertelandschaft auf dem Flipchart, dass die morgen anders ticken. Ja, im Teufel werden die tun. Menschen verhalten sich immer so, wie es für sie sozial erfolgreich gewünscht und bequem ist. Und wenn ich halt ab Tag 1, wir bleiben mal bei dem Schwarz-Weiß-Bild, in der Tesla-Kultur groß werde, erfahre ich eine ganz andere Kultur, als wenn ich halt ab Tag 1 sich keine Sau um mich kümmert, weil den Leuten völlig egal ist, wie mein Beitrag zur Wertschöpfung aussieht. Ich komme aus einer ganz anderen sozialen Leistungssportkultur, weil für mich Leistung, Anstrengung überhaupt nichts Schlimmes ist. Und andere sagen, Stefan, du mit deinem Leistungsgelaber, geh mir nicht auf den Keks. Ja, ich will hier in Ruhe gelassen werden. Das ist völlig in Ordnung. Also, ich muss erst mal verstehen, wo steht meine Truppe eigentlich?
Eine neue Führungskraft kann in den ersten Wochen, Monaten überhaupt nichts bewegen, ist meine Beobachtung, weil die eingefahrenen Kulturmuster in der Abteilung, in diesen Menschen, in der Zusammenarbeit, die sind so stark, die lassen sich überhaupt nicht von heute auf morgen verändern. Was sich aber verändern kann, sind die gemeinsamen Ideen der Spielregeln. Freunde, wie wollen wir denn zusammenarbeiten? Hey Freunde, was ist denn ab morgen dein Beitrag zur Wertschöpfung? Wenn einige sagen, lass mich in Ruhe mit deinem Gequatsche und ich bin ja ganz zufrieden, aber ich glaube, darum geht es. Gemeinsam zu gucken, wie können wir aus dieser Truppe eine neue Idee kreieren. Und die muss auch dann gar nicht immer, da kommt dann Stefan, ja, aber wenn der Konzern das nicht will, wenn die Firma das nicht will, ich kann für mich gucken, wo kann ich in meinem Raum der Wirkung, dieser Circle of Influence, wo kann ich für mich und meine Mannschaft mal so eine andere, eine leicht veränderte Arbeitskultur womöglich mal entwickeln die nächsten Wochen, Monate. Wie der Beispiel der große Automobilkonzern aus München, ja, da herrscht zum Glück in den verschiedenen Abteilungen auch eine unterschiedliche Kulturakzeptanz. Und es ist auch gut, es gibt keinen Kulturgleichschaltungsanspruch. Warum soll die Produktionsabteilung genauso arbeiten wie Innovation, wie Sales, wie Marketing oder wie HR? Hoffentlich nicht, weil sie unterschiedliche Probleme lösen. Also der Trainer muss zur Mannschaft passen, ja. Der Trainer muss auch in den Verein passen, ja. Man spricht da von der sogenannten Anpassungs- und Anschlussfähigkeit. Ja, aber immer wieder gucken, in welcher Struktur arbeiten wir zusammen. Menschen verhalten sich immer entlang der Struktur. Ja, was wird hier angeboten, wie wird kommuniziert, wie werden Entscheidungen getroffen? Und dann ändert sich irgendwann das Verhalten. Und bitte nicht glauben, jetzt kommt die Führungskraft B da rein, dann wird morgen alles besser. Das wird sie wahrscheinlich nicht. Nur wenn sich B traut, was an diesen Themen 2 und 3 zu verändern, Aufstellung, Rollenklarheit, Zusammenarbeit, Spielregeln, dann werden sich irgendwann womöglich Menschen auch mal wieder anders verhalten und vielleicht vom Hashtag Low Performer mal wieder in Richtung Normalperformer und jemand kommen, der gerne und Lust hat, gemeinsam mit den anderen Menschen auch zu arbeiten. Vielen, vielen Dank, Stefan, für die Ausführung. Ich hätte noch zig Fragen, aber ich übergebe erstmal an die Jennifer. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Stefan. So, ich möchte gerne von so ein bisschen von der anderen Seite rankommen. Das heißt, wenn wir die Leute einstellen. Das heißt, wir haben oft auch so die Diskussion darüber, was ist denn wichtiger, die Zeugnisse, also die Hard Skills oder die Soft Skills. Weil es gibt ja auch die Herangehensweise sozusagen. Die Soft Skills müssen passen, die Hard Skills kann man sich sozusagen antrainieren. Und da würde mich interessieren, wie du rangehst. Und die Anschlussfrage daran wäre auch direkt, was müssten wir denn heute bei den Bewerbungsprozessen ändern, damit wir tatsächlich auch High-Performance-Teams direkt einstellen? Weil da kennen wir ja die Person in der Regel nicht so gut, wie wenn sie schon im Unternehmen sind. Jennifer, guten Morgen und vielen Dank für den Blick von der anderen Seite. Ja, ewiges Thema, glaube ich, ne? Hard-Skill versus Soft-Skill. Ich glaube, da gibt es ja in vielen Unternehmen mittlerweile schon relativ vernünftige Entwicklungen. Zumindest wird es ja proklamiert nach außen, dass ja nicht nur noch das Zeugnis und nicht nur noch der Harvard-Abschluss und nicht nur noch der Lebenslauf so entscheidend sein soll. Ich kann nicht genau beurteilen, wie das jetzt flächendeckend ist. Dafür habe ich jetzt nicht den Überblick über ganz Deutschland, Österreich und Schweiz, das weiß ich nicht. Aber es ist natürlich beides richtig und wichtig. Wenn ich ein Grund-Skillset nicht mitbringe, kann ich nicht in der Wirtschaftsprüfung arbeiten. Wenn ich keine Ahnung von Excel, Zahlen, Mathematik und keine Ahnung was habe, kann ich noch so der nette Typ sein. Also wissen wir ja, es muss ein Grundverständnis dafür da sein. Wer kommt hier zu uns? Im Hockey sagt man, kann der Vorhand, Rückhand? Also kann der mit dem Ball was anfangen? Kann der mit Zahlen was anfangen? Wir werden natürlich an einer gewissen Fachexpertise hoffentlich nicht vorbeikommen. Komma, Brücke zu deiner zweiten Frage. Da hatte ich gerade vor 2 Wochen ein tolles Gespräch mit einem Geschäftsführer einer relativ jungen Truppe noch, so 40 Leute. Und er meinte, Stefan, hier, die Punkt, die wären nie zu uns ins Team gekommen, wenn ich die nur hart nach Lebenslauf beurteilt hätte. Aber die fanden wir in den Gesprächen, fanden wir die so cool und wir haben es ihr mal wieder zugetraut. Wir haben es ihr zugetraut, dass sie das hinbekommt, weil da hat uns einfach so viel Charakter und soziales Lächeln und so viel Neugierde und so viel, ja, auch Persönlichkeit überzeugt. Wir können das machen. Denn ich glaube, das Ausprobieren und zusammen testen und gemeinsam mal 3 Wochen zu verbringen, ist viel wichtiger, ja, als Leute am Lebenslauf durch Assessment Center durchzujagen. Denn auch Assessment Center sind doch nur auswendig gelernte, sterilisierte, künstliche Situationen. Darauf kann ich mich vorbereiten. Aber ich kann mich nicht, wie du sagst, auf den richtigen High-Performance-Mannschaftsalltag vorbereiten. Und deswegen, ja, im Hockey ist oder im
Im Sport ist das einfach. Da kommen halt Leute in Mannschaften rein. Ich kann gucken, wie arbeiten die zusammen? Schaffen die das vom Sozialen her? Schaffen die das aber auch von der Hard-Fact-Leistung her? Und wenn ja, bleiben sie drin. Und wenn nicht, habe ich halt den Luxus, ich kann sie auch rausnehmen. Ich würde viel mehr in den Bereich Probe arbeiten. Ich würde viel mehr in den Bereich ausprobieren gehen. Ich würde viel mehr in den Bereich gehen, hey, guck mal mit auf das Projekt die nächsten 3 Tage, die nächsten 5 Tage. Ja, wir verkürzen mal diese sogenannte Probezeit nicht immer ein Jahr, ein halbes Jahr, sondern hey, wir fangen mal an, wir machen mal zusammen, denn echte Teams zeigen sich doch nur in echten Situationen und nicht in Assessment-Centern. Und deswegen erste Frage immer wieder, glaube ich, nicht 50-50, aber beides ist wichtig, beides hat seine Berechtigung. Hard Skills kann ich lernen, keine Frage. Ich brauche aber auch charakterlich tolle Typen in der Truppe und lass die Menschen ausprobieren. Lass sie gucken, ob sie reinpassen. Lass auch die Mitarbeitenden, die anderen mitentscheiden. Thema Peer-Recruiting. Lass auch andere, nicht nur ich als HR, sondern hey, die müssen danach mit der Abteilung ABC arbeiten. Dann sollen bitte ABC da auch mitdrehen. Das muss sich doch für alle gut anfühlen, ob die Truppe danach auch gut zusammenarbeiten kann. Vielen, vielen Dank. Das ist eine super Idee und ein sehr, sehr guter Ansatz. Dann übergebe ich damit an die Mona. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ja, ganz, ganz vielen Dank für die ganzen richtig klasse Ansätze und tollen Insights. Als Bundestrainer hast du ja bestimmt auch ganz, ganz viel Video im Sinne des Reviews, wie können wir besser werden. Was können denn Unternehmensführer an der Position oder in dem Bereich von einem Nationaltrainer, von einem Bundestrainer lernen oder auch übernehmen an der Stelle, was vielleicht in Unternehmen gar nicht so oft gemacht wird? Mona, guten Morgen. Da war jetzt ein leichter Tonwackler bei mir drin. Es ging um das Thema Analyse, habe ich verstanden, richtig? Korrekt. Also als Bundestrainer habt ihr bestimmt ganz viel Videostudium gemacht für Spiele, was man besser machen kann etc. Was kann man denn in dem Bereich von Bundestrainern auch lernen für das Unternehmertum, was vielleicht im Unternehmertum gar nicht so ist? Also ich kenne kein Unternehmen, was Videostudiums macht, aber im übertragenen Sinne, das, was im Prinzip ein Bundestrainer an der Stelle mit seinem Team macht, wie kann man das denn als Unternehmen übernehmen oder übertragen, um das eigene Team besser zu machen? Ich glaube, die Übertragung, die läuft bereits seit einigen Jahren und es ist auch super, dass sie läuft. Und da kommen wir zum großen Hashtag-Wort der Agilität. Und ich glaube, dass es super gut und richtig ist, dass jetzt mal Teams anfangen, in dieser agilen Arbeitsweise sich selber zu reflektieren. Ich sage immer, vor 3-4 Monaten hat Bayern einmal unter der Woche, glaube ich, am Wochenende 5-1 gegen Leverkusen gewonnen, am Sonntag in der Bundesliga. Und dann verlieren sie im Pokal 0-5 gegen Borussia Mönchengladbach. Und nach beiden Spielen setzt sich Bayern München hin und genau wie du sagst und geht beide Male in die Analyse. Warum haben wir gewonnen? Warum haben wir verloren? Wie haben wir zusammengearbeitet? Und was wollen wir morgen besser machen? Also da ist eigentlich diese Retro-Idee, diese, hey, wie waren wir denn in der Performance? Wie waren wir in der Kollaboration? Die ist halt Teil des Mannschaftssports. Und durch das agile Arbeiten kommt das jetzt ja rein, dass sich mal hingesetzt wird alle 2 Wochen und geschaut wird, hey, wie ist denn unsere prozessuale Zusammenarbeit? Wie ist denn unsere Idee von gemeinsamer Wertschöpfung? Wie haben wir uns selber als Team in so Feedbackschleifen die letzten 2, 3, 4 Wochen auch beobachtet? Es kommt langsam und ich glaube, dass es super wichtig ist, dass das kommt, denn der Bereich Teamentwicklung, der Bereich, wir gucken mal auf uns, der wird ja oft, ich will nicht sagen überall, aber der wird immer noch häufig sehr stiefmütterlich behandelt. Auf der einen Seite ist das natürlich wahnsinnig gut, weil wenn der Kundenfokus hoch ist, wenn mein Dienstleistungsfokus hoch ist, hey, wie kann ich anderen Leuten was geben von mir, ist das ja erstmal der richtige Blickwinkel. Ich will ja gar nicht, dass Mannschaften und Teams sich nur mit sich beschäftigen, überhaupt nicht. Aber auch da wieder ein gesundes Verhältnis. Ja, unser Fokus geht primär nach außen. Wir denken unser Leben outside in. Ja, wir gucken, was will der Markt, was will der Kunde von uns und wie kann ich mich darauf einlassen. Aber ich habe auch diese Idee der Analyse, ja, in gewissen Zeiträumen oder auch nach gewissen Projekten, und das ist im Projektmanagement auch ganz normal, nach dem Projekt gibt es ein Debriefing. Es wird geschaut, wie haben wir in diesen Wochen und Monaten zusammengearbeitet, was können wir optimieren, aber bitte in beiden Fällen. Wir machen den Fehler, dass wir Niederlagen oft analysieren, ja, was lief denn nicht gut, was machen wir morgen besser, und Siege werden nicht analysiert. Aber es kann in beiden Bereichen auch genau andersrum sein. Wir können gewonnen haben, obwohl wir wahnsinnig schlecht gespielt haben, aber Schwamm drüber, Augen zu, ich gucke nicht drauf. Und wir können verloren haben, obwohl wir eigentlich einen wahnsinnig guten Job beim Kunden gemacht haben. Er hat sich aber leider für den Wettbewerber entschieden. Also da wünsche ich mir, oder das ist meine Empfehlung, in beiden Fällen, sowohl nach Gefühlen, das lief gut das Quartal, oder auch es lief nicht gut anhand der harten Zahlen, immer wieder raufzuschauen, okay, mit ein bisschen Abstand und Ruhe,
Zeit nehmen, wie haben wir zusammengearbeitet, was waren womöglich die Gründe. Und dann, glaube ich, kommen wir relativ eng ran an das Thema, was du meintest. Analysieren wir auch unsere gemeinsame Geschichte kritisch, dezent, klar geführt, mit klaren Empfehlungen, mit klaren Abhandlungen für die nächsten Tage und Wochen. Ja, klasse, das stimmt tatsächlich. Man kann auch gewinnen, weil die anderen schlechter waren. Nicht, weil man selber wirklich gut war. Wie war? Ich bin bei der Recherche so ein bisschen über den Begriff Team 4-7 gestolpert. Was steckt denn dahinter? Kannst du uns da mal erleuchten? Team 4-7, das war dann unsere Idee, während wir das Buch geschrieben haben, dass wir gesagt haben, hey, eigentlich stoßen wir immer wieder auf diese sieben Kräfte, auf diese sieben, ja, das heißt so Eckdaten, aber auf diese sieben Prinzipien, wo ich glaube, es lohnt sich, auf die immer wieder reinzuschauen. Das ist so quasi die 4 plus 3, die ich am Anfang schon erwähnt habe. Vier sind immer so, wenn du mit der Lupe hinschaust, wo könnte es haken? Glaube ich, stoßen wir immer wieder auf einen dieser vier Bereiche, wo es am Anfang hakt, die ich am Anfang vorgestellt hatte. Und Team 4-7 war war so unsere Idee. Wenn ich als Führungskraft, als junge Führungskraft, als junge motivierte Führungskraft womöglich am 1. März anfangen soll, was sind denn die Themen, an denen ich wahrscheinlich nicht vorbeikomme? Im Wissen, dass jede Mannschaft anders tickt, im Wissen, dass bitte der Kontext immer maßgeblich ist, weil ich halt nicht mein Team der Automobilbranche vergleichen kann mit einer Kreativagentur aus der Werbung. Ich muss immer verstehen, in welchem Umfeld arbeite ich, aber wenn ich an diese sieben Themen rangehe, glaube ich, dass ich ein relativ gutes Handwerk habe, auch als noch unerfahrene Führungskraft oder als neu hinzugekommene Führungskraft mit Teams und mit Menschen zu arbeiten. Und da ist mal dieses Modell der Eigenkreation der Team 4-7 entstanden. Ja, vielen lieben Dank, dass du das nochmal erklärt hast. Ich glaube, wir alle sind uns einig, dass man eine schlechte Führungskraft relativ schnell erkennt. Aber was unterscheidet denn eine gute Führungskraft von einer großartigen? Ja, ich habe so den Begriff gut habe ich für mich mal gestrichen, weil gut ist so wahnsinnig subjektiv. Und der eine findet seinen Chef gut, wenn er in Ruhe gelassen wird, und der andere findet seine Chefin extrem gut, wenn er jeden Tag vollgequatscht wird. Also mit gut und schlecht habe ich aufgehört. Ich frage mich eigentlich, sind die in ihrem Kontext erfolgreich oder nicht erfolgreich? Und erfolgreich ist auch relativ, das weiß ich, aber schafft es eine Führungskraft, eine Zusammenarbeit zu etablieren, und dann kommen wir jetzt vielleicht noch zum großen Wort der Kultur irgendwann, auch eine Kultur zu entwickeln, in der die Menschen A, gerne in die Arbeit gehen, weil sie einfach nicht mit Bauchweh, sondern einfach mit, hey, das macht Bock, in dieser Truppe zu arbeiten, und ich sage noch wichtiger, merken, dass sie Teil einer erfolgreichen Geschichte sind. Und wie das die Führungskraft hinbekommt, da gibt es wahrscheinlich wieder 125 Wege nach Rom. Aber dieses Gefühl, ja, ich bin da nicht fehl am Platz, ich bin da gut am Platz und ich merke, dass ich Teil einer Truppe bin, die am Ende auch noch, Thema Erfolg, die am Ende auch noch etwas kreiert, was andere Menschen gut finden. Nämlich Kunden und Produktabnehmer und die Welt und keine Ahnung, wir können über NGOs reden, wir können über harte Produktentwicklung reden, völlig egal. Ich leiste einen Beitrag zu etwas. Und das, glaube ich, unterscheidet die normale Führungskraft von der erfolgreichen, dass sie über den Tellerrand hinausschaut und dass sie halt erkennt, hey, ich habe mal gelernt, wenn ich als Führungskraft glänzen will, muss ich meine Mitarbeiter besser machen. Das fand ich eigentlich ziemlich klug. Also worein geht der Invest? Geht der Invest in mich, meine Incentives-Boni und meine Karriere, sondern schaffe ich es durch eine kluge Teamentwicklung, durch eine kluge Rollenverteilung, mein Team so aufzubauen, dass die Bock auf Arbeit haben, dass die am Ende das Produkt erfolgreich machen, komme denn dann glänze ich als Führungskraft ja umso mehr. Ja, vielen lieben Dank für diese Unterscheidung. Ich habe noch eine Frage, bevor ich an die Jasmin übergebe. Und zwar, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, um ein Team besser zu machen, um es weiterzuentwickeln, gibt es ja verschiedene Aspekte. Welche Rolle spielt denn Vertrauen beim Thema Wachstum von Organisationen, aber auch von individuellen Personen? Und wie kann man dieses Vertrauen auch herstellen, auch in kurzer Zeit? Ich glaube, wenn man jetzt mal so googeln würde, und ganz spontan, ich mache es gerade nicht, aber wenn man es machen würde, was sind denn so die drei, vier Hauptskills, dann würde Vertrauen sicherlich da oben mit reinkommen. Ich habe in dem Buch auch so ein bisschen beschrieben, mir geht es eigentlich erstmal im ersten Schritt um Zutrauen. Also ob ich, weil Vertrauen ist auch wieder so ein großes Wort, ob ich es wirklich verlangen kann, dass Mitarbeitende gegenseitig eine hundertprozentige Vertrauenskultur und ich lege meine Hände für dich ins Feuer und ich gehe mit dir durch dick und dünn.
Boah, das ist mir oft auch ein bisschen zu romantisch irgendwie mal beschrieben. Aber zutrauen finde ich cool. Der Trainer schickt seinen Spieler ins Spiel und sagt, hey Kollege, du bist gut, ich traue dir das zu. Aha. Ja, wie oft hört man in so Interviews von Sportlern, ey, und ich habe auch das Vertrauen des Trainers gemerkt, ja, der hat mir zugetraut, dass ich hier in der 70. Minute als junger Spieler noch die und die Erfahrung sammle. Ich glaube, Menschen brauchen ein Gefühl, dass ihnen etwas zugetraut wird. Ob ich dem jetzt blind vertraue, ob ich dem mein Geld, meine Kryptos anvertrauen würde, weiß ich nicht, müssen wir auch nicht. Aber natürlich merkt jeder Mitarbeiter, in Klammern im Sport ist das zu 100% genauso, ja, setzt der Trainer auf mich, ja oder nein? Gibt er mir das Vertrauen, auch in kritischen Situationen, dass ich da mitspielen darf? Werde ich nach drei Ballverlusten ausgewechselt oder bleibe ich auch trotz einer nicht so guten PowerPoint-Präsentation, bleibe ich im Rennen und darf den nächsten Pitch auch entsprechend wieder vorbereiten? Und wenn du fragst, wie man das so möglich schafft und was dahinter steckt, ja, das ist halt auch schön formuliert, weil ich lese immer wieder, ja, und ihr müsst Vertrauen geben. Ob mir jemand vertraut, entscheidet der Gegenüber. Und das wird ganz oft vergessen. Es klingt immer so, drück mal auf den Vertrauensknopf und dann läuft das. Aber so ist halt nicht das Leben, sondern ob mir mein Kunde vertraut, ob mir meine Mitarbeiter vertrauen, liegt an mir selber. Ja, das liegt an mir, wie ich mich verhalte, aber die Entscheidung darüber trifft immer der andere. Und ich glaube, wenn man es runterbrechen würde auf einen schönen zusammengefassten Satz, dieses typische Say what you do and do what you say, sind wir in dem, was wir tun, konsistent? Sind wir in dem, was wir tun, glaubwürdig? Labern wir nur? Machen wir das typische Sekt und Selter predigen oder Wasser und Wein predigen? Ja, bin ich in meiner Art, wie ich meinem Team vorstehe, kann sich überhaupt Vertrauen entwickeln? Denn wir wissen ja auch eins, Vertrauen ist super schwer aufzubauen oder falsch. Es gibt Menschen, die brauchen sehr lange, um Vertrauen aufzubauen. Aber mit einer falschen Entscheidung, mit einem bösen Wort, mit einem bösen Blick, mit einer falschen Berührung kann Vertrauen auch ganz schnell wieder die Treppe hinunterpurzeln. Also da würde ich mich entspannen. Ich würde Zutrauen anstatt Vertrauen sagen. Und ich würde sagen, das entscheiden die anderen. Aber ich kann natürlich durch mein Verhalten tagtäglich hoffentlich etwas dafür tun, dass ich als vertrauenswürdig wahrgenommen werde. Und dazu sollte relativ klar mein Verhalten auch zu meinen Worten passen. Grandios. Vielen lieben Dank für diese tolle Unterscheidung und für diese ja, Neudefinition vielleicht als anders ein bisschen zu betrachten als diese Standardformulierungen von dem Vertrauen. Liebe Jasmin, ich gebe wieder an dich zurück. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Das ist wirklich mega spannend. Und ich habe auch noch ein, zwei Fragen, bevor wir dann die Aufzeichnung abrunden. Und zwar hast du ja in dem Buch auch einige Experteninterviews mit drin. Erzähl doch gerne mal kurz mehr darüber, mit wem du gesprochen hast und was aus deiner Sicht die wichtigsten Aspekte sind, die hier aus den unterschiedlichen Perspektiven nochmal aufgezeigt werden. Wir hatten die Freude und Ehre, sowohl zu sprechen mit der Sylvia Knight, die war jahrelang sehr erfolgreiche Fußball-Bundestrainerin unserer Damenmannschaft. Wir hatten dabei den ja auch in Deutschland, glaube ich, sehr bekannten Hirnforscher Dr. Gerald Hüther. Und wir hatten auch dabei aus unserem Netzwerk einen Professor für Organisationsentwicklung und Teamentwicklung, den Professor Dr. Schönfelder. Und das Spannende war natürlich wieder, dass die Botschaften und auch die Art und Weise, wie diese Interviews geführt wurden, natürlich extrem, was wir auch wollten, aus einem anderen Blickwinkel kamen. Und während halt Dr. Hüther sich natürlich sehr viel über das Thema, ja, dieses inneren Weges und ne, wo ist mein Nordstern und diese innere Sinngebung, ja, der Mensch muss halt wissen, wo er hin möchte und dann kann auch nur ein Team gemeinsam entscheiden, ob und wie. Hat die Sylvia Knight, fand ich, ein sehr, sehr spannendes Interview gegeben, weil sie wirkt wahrscheinlich so ein bisschen forsch in dem Interview und so ein bisschen oldschool. Aber ich finde es total gut, was sie macht, weil sie halt sagt, ey Freunde, wenn es halt drauf ankommt, ist halt Führung auch gefragt. Wenn es drauf ankommt, muss ich halt klare Entscheidungen treffen. Wenn es drauf ankommt, muss ich halt wissen, mit wem habe ich es da zu tun. Und sie war, glaube ich, nicht umsonst jahrelang ja eine der erfolgreichsten Trainerinnen weltweit. Und ich glaube, die hat ein wahnsinnig gutes Gespür für diese Balance, wo werde ich als Führungskraft gebraucht? Wo wird von mir auch Verantwortungsübernahme gefordert von meiner Mannschaft? Und wo habe ich aber auch den total guten Blick und auch das Zutrauen wieder in meine Mannschaft? Ey, Freunde, am Ende löst ihr die Probleme auf dem Spielfeld. Und das, glaube ich, ist wahnsinnig gut und wichtig, in diesen Rahmenbedingungen immer wieder dafür zu sorgen, worauf könnt ihr euch, liebes Team, bei mir auch verlassen? Wofür stehe ich ein? Wir hatten es vorhin Thema Erwartungsmanagement. Was darf eure Erwartung an mich sein? Wo gehe ich in die Führung, wenn es hier mal kriselt? Aber wo kenne ich auch meine Truppe gut genug, dass ich sage, hey, am Ende seid ihr die Helden auf dem Spielfeld, habe ich früher immer gesagt, und ihr
übernehmt bitte die Verantwortung, wenn es ein Problem gibt. Und das ist im Business-Kontext hoffentlich ganz genauso. Die Führungskraft kann nicht an jeder Ecke mittanzen, mitspielen und mitreden. Die Mitarbeiter brauchen ein Zutrauen, aber auch die Erlaubnis, hoffentlich Probleme selber zu lösen. Sonst kommen wir nicht klar in der heutigen dynamischen Zeit. Und das beschreibt die Silvia Knight, finde ich, wahnsinnig gut. Und von Hüther liest man ja viel, den kennt man auch, den kann man googeln, dann hat man sofort tolle Bücher und tolle Impulse, ein wahnsinnig spannender Mensch. Von der Silvia Knight liest man nicht so viel, deswegen fand ich das Interview fast für mich noch spannender, weil sie einfach sehr, sehr viele Praxis-Insights gegeben hat und sehr gut beschrieben hat, wie sie für sich auch Führung und Teamentwicklung über die Jahre definiert und auch weiterentwickelt hat. Ja, ich habe tatsächlich aktuell das Glück, unter anderem von Gerald Hüther in der Hirnforschung tiefer einsteigen zu dürfen. Und das ist wirklich eine absolute Bereicherung auch da. Ja, ich denke, es ist vielen ein Begriff. Die Bücher sind bekannt und auch ihn persönlich zu kennen zu können und von ihm lernen zu können, ist wirklich eine Bereicherung. Vielen Dank dafür. Ja, und ich habe noch eine Frage, und zwar, das Vorwort ist ja geschrieben von Oliver Bierhoff und er schreibt unter anderem, ich zitiere, Führung ist ein Privileg und gemeinsam mit anderen Großartiges zu erreichen, ist deutlich mehr Berufung als Beruf. Was genau heißt das deiner Meinung nach? Da müssten wir vielleicht ihn fragen, aber wenn ich mich probiere, in ihn reinzuversetzen, eigentlich das, was auch Gerald Hüther mal, glaube ich, in einem ganz schönen Vortrag bei einer Akademie mal, ich glaube bei der DFB-Akademie auch mal gesagt hat. Wir verbinden ja Führungskraft entweder ganz oft, leider negativ, mit ja irgendwie toxisch und Narzissten, lese ich ja gefühlt gerade in jedem dritten Interview, was mich tierisch nervt, weil es so personalisierend ist und mit ja und da sind immer so die falschen Leute auf der falschen Position. Und wir verbinden das ganz oft auch mit Stress und mit Busy und mit Ausbrennen und mit ich komme nicht mehr klar. Und ich finde, irgendwie hat Führung und Führungskraft hat so eine negative Konnotation bekommen. Vielleicht lese ich auch die falschen Fachmagazine, keine Frage oder keine Ahnung. Aber ich finde, er beschreibt es eigentlich sehr schön. Am Ende der Geschichte brauchen wir Führung. Und wir sollten auch erkennen, dass die Arbeit mit anderen Menschen und auch vor allem für andere Menschen halt mehr ist, als ich mache nur täglich meinen Job, sondern ich habe Verantwortung, anderen Menschen in ihrer Entwicklung behilflich zu sein, anderen Menschen etwas zu geben, damit die wachsen können. Und das finde ich irgendwie so ein schönes Bild, dass wir Führung nicht als etwas Normales und womöglich Schlechtes empfinden, sondern hey, es ist doch großartig, dass mir anvertraut wird, für andere Menschen in eine gewisse Verantwortung zu gehen. Wie dann wieder gelebt wird, ne? Ob Hammer haut drauf oder lasst mich in Ruhe oder Freiraum für alle, hängt dann wieder vom Einzelfall ab. Aber ich finde dieses Bild erstmal schön, dass wir Führungskräften auch wieder das Gefühl geben, hey, du hast hier eine verdammt wichtige und tolle Rolle, weil du kannst mit anderen gemeinsam etwas entscheiden und entwickeln und sei auch mal stolz darauf. Und wir geben dir auch die Möglichkeit, darauf stolz zu sein, denn es ist nicht alltäglich, dass ich für und mit anderen Menschen gemeinsam Entscheidungen treffen darf. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ja, mit Blick auf die Zeit ist es wichtig, dass wir auch einigermaßen pünktlich abrunden mit der Aufzeichnung. Deswegen möchte ich dir gerne eine Abschlussfrage noch stellen, um sicherzustellen, dass wir keine Frage übersehen haben, die absolute Relevanz hätte, um dann auch unserer Audience die Gelegenheit zu geben, sich hier mit einzubinden und einzuklinken, um Fragen auch zu formulieren. Meine Abschlussfrage ist, gibt es noch etwas, das wir nicht gefragt haben, du aber unbedingt noch hinzufügen möchtest, was auf der Aufzeichnung mit drauf sein sollte und im Anschluss daran gerne auch nochmal, wie können dich unsere Zuhörer erreichen, wenn sie Fragen an dich haben, mit dir zusammenarbeiten wollen oder ähnliches? Ah, das mag ich. Eine Frage, welche Frage hat gefehlt? Das ist sehr, sehr klug, Jasmin. Es wirkt ja immer so, wenn man hier so berichten darf und toll nachdenken darf, als ob immer alles so einfach wäre. Natürlich ist es nicht so einfach und deswegen, erster Punkt, es gibt keine Blaupause dafür. Denn wenn es eine Blaupause gäbe, wäre es alles super einfach. Aber nur weil Spotify mit dem Modell und nur weil Netflix mit dem Modell, nur weil meine Dönerbude um die Ecke mit dem Modell arbeitet, heißt das halt nicht, dass ich mit meiner Mannschaft womöglich auch. Und das führt zum zweiten Punkt. Eignen wir uns doch bitte alle so Step by Step mal die Fähigkeiten an, das Verhalten von Menschen zumindest einordnen zu können. So Gruppendynamik, Teamdynamik, soziales Verständnis. Warum verhalten sich Menschen so, wie sie es tun? Und wenn ich das allein schon über Neugier oder auch über meine Fortbildung oder über den richtigen Blick oder über die Zeit, die ich mir nehme, mal Verhalten womöglich verstehen zu lernen, ich glaube, dann mache ich schon einen Riesenschritt in Richtung Teamentwicklung, einen Riesenschritt in Richtung
Das ist eine Führungskraft, das macht Bock, mit dem zu arbeiten. Und wenn es mit dem Bock macht und wenn da am Ende auch gute Ziele und Ergebnisse stehen, dann ist die auch erfolgreich. Deswegen keine Blaupause, erste Frage oder erster Wunsch. Und zweiter Punkt, eignet euch einen Blick zu, nehmt euch die Zeit dafür, ja, raufzugucken, wo es wichtig wird, nehmt euch die Zeit für Menschen. Ja, das lohnt sich eigentlich immer und ihr werdet sehen und lernen und verstehen, ja, was passiert da und das macht mich am Ende eigentlich nur besser. Ich mag selber das Thema zu philosophieren und hoffentlich auch daran zu arbeiten und hoffentlich auch gute Impulse an die entsprechenden Leute zu geben. Zu finden bin ich klassisch über LinkedIn. Da bin ich auch vermeintlich aktiv und probiere so ein, zwei Mal die Woche auch ein paar gute Gedanken loszuwerden. Da freue ich mich über jede Vernetzung und über jede Diskussion. Und da findet man dann auch den Weg zu meiner normalen Website. Und genau, ich glaube, wer mich finden möchte, der findet mich über Google, über LinkedIn relativ schnell. Und jeder ist eingeladen, gerne zu weiteren Diskussionen, zu kritischen Fragen, zu anderen Blickwinkeln, zu gemeinsamen Projekten. Ich freue mich und schon mal danke an dieser Stelle für das tolle, umfangreiche und vor allem auch sehr unterschiedlich geführte Interview heute mit ganz verschiedenen Blickwinkeln. Das fand ich großartig und ja, von meiner Seite vielen Dank. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Wir haben dein Buch auch hier im Raum angepinnt, sodass ihr gerne euch auch weiter vertiefen könnt. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Da ist von A bis Z wirklich alles Mögliche mit dabei, was Relevanz zu diesem Thema High-Performance-Teams hat. Und natürlich auch für die Podcast-Zuhörer haben wir das dann in der Beschreibung mit drin, sodass ihr da auf jeden Fall euch vertiefen könnt und eben bei Bedarf auch den Kontakt über LinkedIn herstellen könnt. Das war Stefan Kermaß mit Erfolgsfaktor Teamarchitektur, Aufbau, Entwicklung und Führung von High-Performance-Teams als Gast bei unserem Autorenfrühstück.